1, 2. Liegen wir einem gigantischen physikalischen Irrtum auf? Demnach wäre eine vollkommen neue Physik nötig, um die Größe des Universums zu bestimmen. Denn die variiert je nach Größe der Hubble-Konstante. Denn die ist je nach Messung gar nicht konstant. Und Kosmologen und Kosmologinnen aus den USA sorgen jetzt für gewaltigen Aufruhr. Wie das Forschungsteam auf die These kommt, die alles umschmeißt, klickt zum Science and Fiction. Hier gibt es täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann und nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. 1, 2, 3. Astronomieteams konnten mit ihren Teleskopen bisher Licht einfangen, das sich aus fernsten Galaxien vor rund 13 Milliarden Jahren zu uns auf den Weg gemacht hat. Können wir deswegen also davon ausgehen, dass der Durchmesser des Kosmos, also 26 Milliarden Lichtjahre groß ist? Wenn wir davon ausgehen, dass sein Rand in jeder Richtung etwa 13 Milliarden Lichtjahre entfernt ist, wäre dies die Schlussfolgerung. Doch diese Rechnung ist dann doch etwas zu einfach. Schließlich dehnt sich der Kosmos aus, auch währenddessen das Licht der fernen Galaxien durch ihn hindurchläuft. Und wer weiß, vielleicht dehnt er sich ja am Rand schneller als mit Lichtgeschwindigkeit aus. Das Licht würde uns nie erreichen. Und so müssen Forschungsteams weltweit zahlreiche Faktoren in ihre Berechnung einbeziehen, wenn sie sich zu den Ausmaßen unseres Universums Gedanken machen. Beispielsweise die Zusammensetzung der Materie, die Raumkrümmung und die Geschwindigkeit der Ausdehnung des Kosmos. Einige Schätzungen kommen dann auf einen Durchmesser des Kosmos von bis zu 100 Milliarden Lichtjahren. In vielen Berechnungen in diesem Zusammenhang spielt die sogenannte Hubble-Konstante eine wichtige Rolle. Der Astronom Edwin Hubble beobachtete schon 1928, dass sich andere Galaxien von uns wegbewegen, und zwar umso schneller, je weiter sie von uns entfernt sind. Der Rückschluss daraus ist, dass es das Weltall selbst ist, das sich ausdehnt. Das Hubble-Gesetz beschreibt vereinfacht gesagt, wie schnell die Geschwindigkeit der Galaxien mit ihrer Entfernung wächst. Sie bildet quasi die Basis für unser modernes Verständnis von unserem Kosmos. Doch jetzt kommt das große Aber. Denn nicht alle Methoden zur Messung der Hubble-Konstante führen zum selben Ergebnis. Studien zeigen, dass der Wert ein anderer ist, wenn man uralte Schallwellen genauer analysiert, beziehungsweise wenn man das Licht von entfernten Galaxien näher betrachtet. Mal liegt die Hubble-Konstante bei 67 oder 68, mal bei 73,2. In manchen Berechnungen erhält man auch ein Ergebnis, das irgendwo dazwischen liegt. Die Messungen sind anders als andere Naturkonstanten einfach super aufwendig. Schließlich basieren sie auf der Entfernung anderer astronomischer Objekte und ihrer Geschwindigkeit in Bezug auf uns. Und dabei handelt es sich eben um wirklich sehr weit entfernte astronomische Objekte. Heißt also im Klartext, genau genommen ist die Hubble-Konstante, anders als ihr Name es andeutet, gar nicht konstant. Und das raubt Forschungsteams weltweit den Schlaf. Denn was bedeuten diese Unstimmigkeiten? Heißt das etwa, dass die beteiligten Forschungsteams bisher nicht sauber gearbeitet haben? Nein, sagt jetzt eine neue Studie. Demnach liegt der Fehler nicht bei den Kollegen und Kolleginnen aus der Wissenschaft, sondern beim Universum selbst. Dazu einer der beteiligten Autoren, Lloyd Knox. In den letzten zwei Jahren habe ich meine Annahme, dass sie etwas falsch gemacht haben könnten, korrigiert. Stattdessen denke ich, wow, vielleicht haben sie nichts falsch gemacht. Vielleicht ist das stattdessen der Hinweis, auf den ich gewartet habe. Knox und sein Team sind überzeugt davon, dass wir eine neue Physik brauchen, damit schließlich alle Messergebnisse zur Hubble-Konstanten übereinstimmen. Unser bisheriges physikalisches Verständnis und die darauf basierenden Modelle seien einfach noch nicht ausreichend. Somit könnten alle Messungen zur Größe des Universums stimmen, die Interpretation dieser Messungen dagegen nicht. Dabei legen Knox und Co. ihren Fokus auf das Modell des sogenannten Klanghorizonts. Diese Betrachtung macht es Kosmologieteams möglich, das frühe Universum zu untersuchen. Demnach haben Schallwellen, die beim Urknall durch das Vermischen von Licht und Materie entstanden sind, das Universum zum Klingen gebracht. Nach dem Abkühlen der Materie, nach etwa 380.000 Jahren, stoppte das Klingen, denn die Schallwellen wurden abgedämpft. Doch davon blieb etwas übrig, und zwar ein eingefrorenes Wellenmuster im kosmischen Mikrowellenhintergrund. Und der Klang bzw. Schallhorizont definiert die letzten Schallwellen des Musters. Und das US-Forschungsteam ist sich sicher, dass diese aufgenommenen Klänge konkrete Ableitungen zu den Eigenschaften und Zusammensetzungen des Universums möglich macht. Doch dabei sei das bisherige Modell des Klanghorizonts zu korrigieren. Laut Knox würden tatsächlich alle Studien stimmig sein, wenn man die Größe des Klanghorizonts verkleinern würde.
eine Erklärung könnte sein, dass das sehr junge Universum deutlich schneller expandiert ist, als wir es bisher annehmen. Dann wäre es vereinfacht gesagt auch schneller abgekühlt und der Klanghorizont wäre früher eingefroren und somit auch kleiner als in den bisherigen Modellen angenommen. Bei diesen ganzen Überlegungen sind die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ziemlich optimistisch, einem noch verborgenen Geheimnis unseres Universums auf die Spur zu kommen, möglicherweise sogar zu einer Art neuen Zutat im dunklen Sektor, wie Nox es formuliert. Demnach gibt es möglicherweise eine Art dunklen Turbo, der die Expansion des Universums beschleunigt hat. Oder aber die mysteriöse dunkle Energie hat mehr als nur eine Form und kann sich im Lauf der Zeit verändern, so eine weitere Spekulation des Forschungsteams. Darüber hatten wir ja berichtet, was ja ein erstes Indiz für die Stringtheorie wäre, wenn die dunkle Energie sich im Wert verändern würde. Und so sollen Teleskope den Klanghorizont weiter untersuchen. Dadurch soll dann hoffentlich zeitnah der wahre Hubble-Wert bestimmt werden. Und dies zeigt dann auch, ob die Forschungsteams bislang unsauber gearbeitet haben oder ob tatsächlich eine Art neue Physik notwendig ist. Dazu Wendy Freeman von der University of Chicago. Es wäre natürlich viel interessanter, wenn sich herausstellt, dass es sich dabei um eine grundlegende neue Physik handelt. Doch die Entscheidung darüber liegt natürlich nicht bei uns. Dem Universum ist es egal, was wir denken. Ganz andere These, das Universum ist ein schwarzes Loch. Dafür hier klicken, anschauen und Raumzeit-Vlog der Zukunft abonnieren. Bis dann, bleibt dran.